Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir den Liebespart, gehabt, weil das hier, guck, da, Liebespart und so. Und natürlich ist wieder die Liebes-Kaio mit dabei. Genau, hallo. Die Liebes-Kaio und das, ja, hier, Liebespart und so. Kann ich unter Wasser fotografieren? Nein, schade. Ja. Schade, was sonst hätte ich das jetzt noch fotografiert? Ja, das wäre wirklich cool. So, dann kann ich hier wahrscheinlich wieder gehen. So, hoch hier! Und... Yay! Yay! Delfin! Mond! Ja, ekelig. Ich finde den Mond ja echt so furchterregend. Ja, finde ich auch. Alleine schon diese Hakennase und diese Zähne, ja, deswegen und ja, die Psycho-Augen, diese Kombi ist echt fürchterlich. Ja, dieser Gesichtsausdruck halt auch, ja, von dem. Schrecklich. Psychodelisch. Absolut schrecklich. Ja. So. Okay, dann wäre das jetzt auch alles geregelt. Dann kann ich wohl eigentlich die Zeit vergehen lassen für den dritten Tag, oder? Ja. Oder du guckst dir nochmal schnell den Laden in Unruhestadt an. Ob der offen hat? Na, warum denn nicht? Schauen wir doch einfach mal. So ein 24-Stunden-Laden. Das war, kann ich ja gleich auch hier oben gehen. Dann gucken wir doch mal. Weißt du, was mich jetzt gerade einfach nur mal interessieren würde? Was denn? Bekomme ich irgendwas von denen, wenn ich jetzt denen wieder vortanze? Eigentlich erinnern die sich, müssten die sich doch da gar nicht mehr dran erinnern. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann bekomme ich vielleicht irgendwie Rubine oder sowas, weißt? Ach so, das kann sein, weiß ich nicht. Wäre einfach ja mal nur, weil ich es jetzt... Ja, deswegen. Mhm. Einfach nur, weil ich es jetzt wissen will. Yay. Nun mal aus Neugier. Dance Master. Okay. Und da knien sie wieder vor dir. Ja, ja. Natürlich. So wie es sich halt gehört. Du bist unser Meister. Yay, Meister. Und die geben mir gar nichts mehr. Aber du bist der Meister. Yay. Das ist mir scheißegal, die geben mir nichts mehr. Werden sie ausgebombt. Nicht ausgebuht, sondern ausgebombt. Und zwar gleich dreifach. Boah. Was war denn das für eine Druckwelle, ey. Krass. Naja, drei Bomben. Das ist der falsche. Okay. Ah, ja, aber der Bombenschrott war auch noch offen. Sag ich ja. Ja, ja, Hauptsache erstmal behaupten, hier hat zu und so, ne? Ha, siehst du? Mist. Oh. Bin in einer Stunde wieder da, was? Siehst du? Bazar. Hat nachts auf. Ist ja schon gut. Okay, wir hatten. Hast ja recht. Wir hatten beide recht. Gut, dann beam ich mich jetzt mal zum dritten Tag. Ich bin am Überlegen, ob ich dich irgendwie vorwarnen soll oder lieber nicht. Vorwarnen? Ich glaube, ich warne dich nicht vor, was passieren wird. Danke. Ich hab dich auch gern. Ich weiß nur, dass dir das nicht gefallen wird, aber
Mehr sag ich nicht. Na, das klingt ja schon mal herzallerliebst. Sagen wir es mal so. Es ist nicht hundertprozentig sichergestellt, ob du es schaffen wirst, weil man kann es verkacken. Na toll. Soll heißen, ich werde es verkacken, oder was? Ich weiß das nicht. Nein, ich glaube an dich. Du schaffst das schon. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich wollte dich nur vorwarnen, nicht, dass du dich am Ende wunderst. Du wolltest mich nur kurz unter Druck setzen. Nein, ich wollte... Nee, dann bist du nachher nicht so unter Druck gesetzt. Weil jetzt bist du ja psychedelisch, genau. Jetzt bist du psychisch vorbereitet, dass, dass man es verkacken kann. Das heißt also, du wirst es nicht verkacken, weil du jetzt ja weißt, dass man es verkacken kann. Ja, und dadurch, dass ich weiß, dass man es verkacken kann, bin ich deswegen total hibbelig und nervös. Ach, gar nicht. Dann bist du aber nachher nicht doppelt so nervös, weil du ja schon vorgewarnt bist. Mäh. So, jetzt hat, die Frage ist halt jetzt, bis wann muss ich jetzt warten? Bis wie viel Uhr? Wie spät ist denn das jetzt? 6 Uhr morgens, also 6:30. Steht da nicht eine Uhrzeit bei bei ihm? Nein, aber ich glaube, ich check's gerade, wie das von der Uhrzeit her läuft. Schau mal, das ist unterteilt in 4 Felder. Ja. Das erste Feld beginnt um 6 Uhr, das zweite Feld um 12 Uhr, das dritte Feld um 18 Uhr und das vierte Feld um 24 Uhr. Dann müsste das ja so das sind kurz immer, nach 12 sein. Richtig, das sind immer 6 Stunden Felder. Ja, okay. Ich schätze mal, so klingt das eigentlich ganz logisch, ja, oder? Ja, stimmt. Soll heißen, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt irgendwie die Zeit vorspule, ich muss warten. Mhm. Das war jetzt nicht geplant. Nein, du hast eine Rolle gegen gemacht und das hat auch schon irgendwie die Glocke ausgelöst. Irgendwie schon, ja. Herrlich. Ja, Magie kannst du ganz gut gebrauchen, was? Tja, muss ich jetzt erstmal warten. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar Rubine finden. Die Rubine kann ich auch mal einzahlen. Wir können ja auch aus der Stadt rausgehen dafür. Wir müssen ja nicht... in der Stadt bleiben. Ja, aber ich will doch in der Stadt bleiben, damit ich da Ding, du weißt schon. Mit? Damit ich zum Kuriositätenladenbesitzer kann. Damit der mit dem Brief für Karfes Mutter gibt. Ja, aber wir haben ja noch Zeit. Achso, meinst du es? Ja. Bisschen Zeit haben wir da noch. Du könntest natürlich auch in dieses Becken springen und schwimmen. Natürlich, das würde auch gehen. Oder Blumen pflücken hier am Rand. Für dich. So. Wie gewinnt man eigentlich nochmal dieses blöde Lottospiel? Weiß ich nicht. Ich glaube Glück, oder? Oder sind das jeden Tag die gleichen Zahlen? Wenn du dir... die Zahlen vom ersten Tag merkst und dann die Zeit zurückspulst und dann die Zahlen nimmst, die halt beim letzten Könnte Mal... Könnte auch sein. Ja, ne? Könnte auch sein. Sorry. Man muss sagen, du warst... du hörst die Musik zwar nicht, warst aber fast synchron. Echt? Geil. Ich wollte mich gerade schon entschuldigen, weil ich die Musik ja nicht höre und das wahrscheinlich konträr dazu, und so. Ja, aber trotzdem, dafür, dass du die Musik nicht hörst, warst du ziemlich nah dran. Kann man die Fackeln hier eigentlich anzünden am Tag? Ja, am Abend brennen sie. Kannst du sie... Probier mal aus, du hast ja gerade eh nichts zu tun. Versuch mal, die Fackeln anzumachen. Ey, was man sich für Scheiße ausdenkt, ne? Das ist ja echt witzig. Ja, geht. Yay, mach die Fackeln an. Ja, genau. Okay. Der Junge, der durchs Feuer springt. Ich hab ihn kaputt gemacht. Ups. Was? Du hast ihn mit dem Schwert... Nein, ich hab ihn gegen die Wand gehauen. Ach
so, okay. Das ist natürlich doof. So, jetzt ist sie kaputt. Komm, jetzt gehen wir erstmal Blumen pflücken für dich. Willst du lieber hier so orangefarbene oder willst du so lila oder rot? Nee, rot. Was willst du? Willst du rot? Also rot, Rosen rot, so. Rot. Nicht so Rosen. So, machen wir mal ein bisschen Blumen pflücken hier. So. Ja. Ich glaube, dann habe ich eher so Blutsalat. Blumensalat. Yay! Die sind aber ganz schön festgewachsen. Ja, das sind ganz schön krasse Blumen. Die sind ziemlich krass. Also komm, ich schenke dir dafür hier dieses Kind. Das wäre geil, wenn du das jetzt wie so ein Huhn auch auf den Kopf nehmen könntest. Ja. Apropos Huhn auf den Kopf nehmen, ich kann dir ja was anderes schenken. Gibt's hier nicht, warte mal, gibt's hier nicht sogar einen Huhn in der Stadt? Ich glaube ja. Ja. Killer. Da gibt's sogar Killerhühner. Da hier, den schenke ich dir. Da. Ein Strupsel. Da, guck ihn dir an. Schön Arsch auf Kopf. Guck. Lecker. Er wedelt sogar mit dem Schwänzchen. Oh. Ja, irgendwie schon. Guck dir das mal an. Da. So, bevor der noch irgendwie auf meinen Kopf kackt, geht er mal weg. Das will ich nämlich nicht. Zeit? 11, okay. Was? Ja, ja. Tu deine Bombe, ey. Ich mag Bomben. Genau, besonders Bomben verschwenden. Ja, ich mag Bomben. Ich mag meine Bomben. So, jetzt komm her, Taliban Link. Taliban. Okay. Mal schauen, wie viel Uhr ist es denn? Ja, du musst es langsam mal. Ach nee, 11 geht ja noch. Ja. Komm, der Dicke. Ah, nein. Oh. Ich wollte es gerade noch die ganze Zeit sagen. Da hätte ich mal was gesagt. Nicht der schon wieder. Der ist so eine Nervensäge. Geringfügig. Der hat nur Angst, dass du ihm seinen Platz streitig machst. Oh, ich bin echt mal gespannt, ob wir das schaffen. Das krieg ich schon hin. So, ich schätze mal, ich muss bis 1 oder sowas warten, oder? Ja, das sieht eher nach 3 oder sowas aus. Warten wir einfach mal kurz. Nee, bei bis 3 müsste das Teil ja in der Mitte sein, aber das ist ja recht weit vorne. Stimmt. Also würde ich sagen, eher so 1. Stimmt, da hast du einen Punkt. Mal ein bisschen Sport hier, weißt du? Weißt du, Hauptsache, Link muss ja fit Hauptsache bleiben. Wir haben jetzt schon fast alle da im Notizbuch abgespeist, aber checken erst zum Schluss, dass man das wirklich recht genau lesen kann. Ja. So, hey du Trottel. Also, bla bla bla, Kaffee bitte, ja genau. So, jetzt erzählen wir nochmal was über Kaffee selbst. Letzte Nacht kam ein Kunde in mein Land. Ja, ja, passt. Hat ihn gesehen, plötzlich erbleicht und läuft ihm nach. Ja, ja, dieser Kerl ist ein geiziger Dieb namens Sakon. Ich glaube, er kommt aus Ikana. Ja, passt schon. Okay, mehr hast du nicht erzählt. Gut, passt. So, mal schauen. Ja, aber das dauert noch ein bisschen bei Kaffee. Das ist gut. Wie sieht's denn aus mit der, von seiner Mama? Da. Das beginnt erst um 6. Aber es geht den ganzen Abend. Okay, das passt. Und seins beginnt auch erst um 6. Ich schätze mal, dafür muss ich nach Ikana. Dann kann ich da ja eigentlich schon mal hingehen. Ja.
damit ich rechtzeitig da bin. Genau. Hund. Danke, jetzt hat sich dieser Hund zwischen meinem Blick, also, ach, der Hund hat sich auf mein Telefon gelegt. Danke, Jack, jetzt kann ich nichts mehr sehen. Bascho! Aufs Kabel, aufs Telefon. Oh, nee, du bist ja einer. Jack, ich will kuscheln. Das heißt, du kannst jetzt nicht mal mehr was sehen. Doch, ich habe mir das Telefon ausgegraben. Aber der Hund ist jetzt verkabelt. Aber selber schuld, wenn man sich da so mitten reinlegt. So, ich könnte jetzt die Zeit vorspulen. Ach! Könntest auch die Fetzmaske aufsetzen, dann würdest du nicht genervt werden. Ja, aber ich bin doch gerade auf Hippone und da kann ich doch keine Masken tragen, glaube ich, oder? Ach so. Doch, kannst du. Echt jetzt? Kann man nicht? Also du kannst... Ach, keine Ahnung. Du kannst nur kein Sora sein, glaube ich. Doch, kann ich tatsächlich, okay. So, jetzt muss ich zuerst einmal die Maske hier aufziehen. Stimmt, diesen komischen Sack. Ebenso. Weil ich will da jetzt hoch. Okay. So, dann will ich wieder hier die Maske. Sehr geil. Und da. Oh, okay. Jetzt stand ich auf dem Teil drauf. Auch eine Idee. Warum nicht? So wie ich mal mit Epona bei Ocarina of Time auf dem Zaun stand und nicht mehr runtergekommen bin und neu laden konnte. Ja. Das war echt richtig mies. Das war was. Das hat mich richtig genervt. Ich bin einfach nur so blöd schräg über den Zaun gesprungen, bin drauf gelandet und war verbuggt. Dann stand ich mit Epona auf diesem minischmalen Zaun und kam nicht mehr runter. Also echt. Was will Taya hier eigentlich die ganze Zeit? Zwar kann ich nicht sehen, aber ich spüre den kalten Hauch des unsagbar Bösen, der uns umgibt. Hast du denn keine Maske, die das Ungesehene sichtbar macht? Hä? Die das Ungesehene sichtbar macht? Meinst du die Maske der Düfte? Bestimmt. Weil du ja auch mit der Schweinsnase was sehen kannst. Stimmt. Ja, aber... Oh, oh, oh! Ups. Ja, ich hab gerufen, natürlich, ja, ich hab gerufen, ja. Wett? Was bist du? Ah, der greift mich an! Ah, geh weg! Geh weg! Weg! Geh weg! Geh weg! Okay. Du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ja, passt schon. Ich wollte eigentlich von dem, nicht mein Herz öffne und ich habe mein Wissen teilhaben lasse. Willst du das Tal von Ikana durchqueren? So Ziele mit dem Pfeil, der frieren kann. Auf die Bestien im Fluss. Welche Bestien im Fluss? Wo kriege ich die Eispfeile her? Es zu glauben oder nicht, liegt nur bei dir. Zu sterben, ohne unsere Körper zu unterlassen, das ist der Weg der Garo. Ja, aber dann brauche ich doch auch bitte hier, so, weißt du Bescheid? Es ist schon das viel. Mehrere. Meister hat gerufen. Ja, du willst nochmal battlen. Komm her, battle! Komm, jetzt battlen wir. Yeah, man! Battle! Ich erinnere euch nur daran, eben schreit er noch... Seele des Komponisten, den man... Die Seele des Komponisten, den man Moll nennt, ruht im Friedhof von Ikana. Ich hörte, sein Bruder, Dur, sei auch in diesem Land. Moll und Dur, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Es zu glauben oder nicht, liegt auch für dir. Zu sterben, bla bla bla.
Ich kämpfe gerade mit diesem Hund um mein Kissen. Warum nicht? So, ja, warum hallo, nicht? Ich erinnere dich kurz mal daran, dass es gleich 5 ist. Ja, und? Ja, Kaffee. Ist doch erst um 6. Ja, und? Ist doch hier dann, oder? Oh, nein! Nein? Du weißt wo! Beim letzten Mal ja, ich dachte, du ich noch wo. Ja, ich dachte hier. Hier halt, da oben da, bei dem Versteck halt dann. Oder? Hier oben halt, bei dem Versteck von dem Gangster. Den, ja, aber da bist du ja gerade noch nicht hingelaufen. So, jetzt zieh schnell die Maske an. Habe ich doch. Gut. Hier, guck. Ja, und jetzt renn da mal hin, ganz schnell. Bin ich doch. Ganz cool. Hier, guck. Siehst du Kaffee hier irgendwo? Ist der schon hier? Nö. Nö. Okay. Gnade, Kaffee, Gott. Kaffee, Gnade dir Gott, wenn du jetzt nicht auftauchst. Oh oh. Was heißt oh oh? Caillou, was heißt oh oh? Oh oh bedeutet nicht gut. Hey! Das ist schon mal gut, da kommt wer. Geh mal hinten zu den Felsen, die da sind, bitte schnell, bevor der Dieb jetzt kommt. Oh, da ist Kaffee! Oh! Oh. Oh. Oh, du machst mich fertig. Du machst mich so fertig, ey. Oh. Hi! Kannst du mit ihnen reden? Red noch mal kurz lieber schnell mit. Will ich grad nicht. Soll ich? Ja, mach mal. Okay. Soll ich die Maske abnehmen? Ich trau mich nicht. Soll ich die Maske abnehmen? Ich hab ihn gefunden, Grümpelmutzerjunge. Er nutzt diesen Ort als Lager für sein gesamtes Diebesgut. Sein Name lautet Sarko. Letzte Nacht kam er zum Laden, da bin ich ihm gefolgt. Das Lager für all die Dinge, die er gestohlen hat, befindet sich auf der anderen Seite dieser Steintür. Nur Sarkon kann sie öffnen. Der einzige Weg hineinzukommen ist, auf Sarkon zu warten. Ich werde warten. Ich habe Anju mein Versprechen gegeben, ich werde kommen. Ja, du wirst kommen, genau. Was? Ja. Genau. Open the door. Oh, oh, jetzt bin ich gespannt. So. Schnell. Habe ich die Maske auf? Ja, habe ich. Okay. Ah. Sieh doch, hier ist eine Maske. Ist die Maske da? Oh. Maske der Sonne. Ich erinnere mich an ein geheimes Versteck, an so eine geheime Super-Secret-Prüfungshöhle, wo ich irgendwas mit Sonne gebraucht habe. Ich habe eigentlich dann eher an Spiegelschicht oder die Lichtpfeile gedacht und nicht an eine Maske. So, jetzt geht nämlich das Theater los. Viel Spaß. Na toll. Jetzt habe ich es geschafft. Kaffee, ich hasse dich. Stell dich auf diesen Schalter! Was? Willst du uns etwa vorschreiben, was wir tun sollen? Halt's Maul, Taya, du hast nichts zu melden. Du kannst die Maske übrigens abnehmen. Die bleibt nur so lange auf, bis die Schalter gedrückt bleibt. Bla 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 bla. Machen wir das mal. Hier, drauf da. Geh durch da. Ja, geh schon. Ach so! Ich spiele jetzt Kaffee! In diesem Raum sollte sich auch eine Vorrichtung befinden, die die Tür öffnet. Oh, die Maske. Jetzt musst du dich quasi echt beeilen, dass du die ganzen Quests schaffst. Ach du Scheiße. Das packe ich ja nie. Ich hab ja gesagt... Er versucht sie aus unserer Reichweite zu bringen, um mit ihr zu flüchten. Wir müssen uns beeilen. Es ist halt ich wieder was nicht. Gegen die Zeit und das magst du ich ja mag nicht so. Nein, kann ich das... Das macht meinem nächsten Part, der Part ist eh vorbei. Ist die Zeit verlangsamt? Hilft das? Ich weiß das nicht genau. Nein, Zeit ist nicht verlangsamt. Vielleicht hilft das ja, aber ich kann es nicht versprechen. Ich mag nicht. Mag nicht. Nicht wahr. Oh Gott.
Oh Gott. Naja, dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal versuchen wir doch mal hier dieses Rennen gegen die Zeit. Und ich hoffe mal, dass ich das auf Anhieb hinkriege. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.